Hallo und herzlich willkommen zurück bei Pokémon Soul Silver in der Randomizer Nuzlocke Challenge, Evanor Delta und ja, wir machen weiter. Ich habe nachgelesen im Regelwerk und zwar besagt dies, wenn ein Pokémon, was ich halt treffe, durch Kampf oder besiegt wird oder flüchtet, darf ich einen erneuten Fangversuch mit demselben Exemplar durchführen. Das heißt, ich habe noch eine Chance, mein Kirlia zu kriegen. Da hätte ich Bock drauf. So, deswegen auf ins hohe Gras. Komm schon, Kirlia. Zeig dich. Verdammt. Ich vergehe mich nicht. Übrigens darf man auch, wenn man ein Pokémon schon hat, außer, ja, also wenn es genau dasselbe ist, was ich gerade habe, dann kann ich das nächste fangen. Das wusste ich zum Beispiel alles noch gar nicht. Gut, dass ich mal nachgelesen habe. So. Jetzt müssen wir nur wieder einen Kirlia finden. Auf dieser Route hier. Das sollte, denke ich mal, kein Problem werden. Hoffe ich. Schon, Kirlia. Und dann soll das bestenfalls nicht direkt wieder Teleport einsetzen. Ah, da haben wir doch eins. So. Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt gleich fangen soll. Ich versuch's mal. Öffnen wir mal einen Superball. Kirlia. Komm schon. Fuck. Ist aber machbar. Ist machbar. Geht mal hin. Ich werfe einfach noch einen Pokéball. Nein, du sollst einen Pokéball werfen. Let's go. Ich glaube, die Fangchance vom Superbällen ist 5% besser als Pokébälle. Das ist relativ wenig. Scheiße. Es flieht wieder, okay. Suchen wir noch eins. Ach shit, wie soll ich denn ein Pokémon fangen, was sich ständig wegteleportiert? Oh, hallo Taubsi. Hätte ich jetzt Taubsi gefunden als allererstes, hätte ich das nächste fangen dürfen. So, das ist schon mal ziemlich cool. Das vereinfacht einiges. Weil es gibt auch Regeln. Habe ich gesehen, dass die Challenge vorbei ist, wenn der Starter stirbt. Das wäre scheiße. Das machen wir nicht. Wir nehmen die Unterkategorie Team Tod. Okay, noch ein Kirlia. Weiblich. Guten Tag. So, diesmal werde ich es erst schwächen. Versuchen zu schwächen. Mit Windstoß. Es wird schon nicht sterben dadurch. Hoffe ich. Okay. Infusion, auch geil. Kirlia, du musst in mein Team jetzt. Weiter schwächen kann ich dich nicht, dann würde ich dich wahrscheinlich umbringen. Okay, go. Go, go, go. Letzter Superball. B nach unten, B nach unten. Hey, das scheint zu funktionieren. Sehr schön. Wir haben Kirlia gefangen. Willkommen im Team, Kirlia. Okay, wie nennen wir dich? Oh. Ist es weiblich, Psycho? Es sieht aus wie eine Ballerina. Seine Psy-Kräfte erlauben es ihm, den Raum, um sich zu verformen und so in die Zukunft zu sehen. Es ist ein Pokémon der Emotion. Es ist sehr emotional. Okay, du heißt... ich nenne dich Diva. Oder... wir nennen es Divia, okay? Oder Diva? Ich glaube, Diva gefällt mir besser. Ist eine richtige Diva. Aber sie wurde die Diponie übertragen. Das sollte natürlich nicht passieren. Okay. Azalea City, cool. Oh shit, muss ich jetzt hier kämpfen? Ich hoffe nicht. Was soll es werden? Weißt du denn nicht, mit wem du es hier zu tun hast? Na? Mit Team Rocket natürlich. Team Rocket dürfte es eigentlich gar nicht mehr geben, sagst du? Ha, dass ich nicht lache. Die Brocket ist aktiver denn je. Wir haben uns zwar vor 3 Jahren vorübergehend aufgelöst, aber jetzt stecken wir mitten in unserem Comeback. Mit
Traum unseres Oberhaupts Giovanni wird schon bald wahr werden. Aber das geht dich überhaupt nichts an. Lass mich einfach in Frieden, Rums. Er hätte den alten Mann einfach weggetreten. Hallo, hier gibt's nichts zu sehen. Ich stehe Wache, weil der Brunnen eine öffentliche Gefahr darstellt, die mir das im Dorf versehentlich hineinfallen könnte. Ach ja, ich bin nicht zu gutmütig? Auf Scheiße. Der Fleckmannbrunnen, auch bekannt als Regenmacherquelle. Die Leute in dieser Gegend glauben, dass, wann immer ein Fleckmann gähnt, bald Regen fallen wird. Alte Aufzeichnungen besagen, dass vor 400 Jahren einmal ein Fleckmann eine Dürre beendet haben soll, indem es gegähnt hat. Cool. Hat was. Okay, wir sind in der nächsten Stadt angekommen, das finde ich ziemlich gut. Heilen wir erstmal die Pokémon, dann labern wir erstmal mit einem Haufen Leuten. Weil die ja meistens doch ein paar Geschenke für mich haben. Was ich relativ positiv finde. So. Jetzt müssen wir erstmal. Okay, ja, ablegen. Nicht in Deponie, sondern in Box 1. So. Ich gehe mal auf Bewegen jetzt. Da kann ich nämlich auch die Box benennen. Und die hier nennen wir dann. Das passt nicht hin. Wellness. Ich habe keine Ahnung, ob man das so schreibt. Ist mir auch völlig egal. Wellness. Okay. So. Und jetzt holen wir uns Kirlia. Die ist natürlich nicht tot. Ich meine, die war dabei, wo ich es gerade gefangen habe. Wahrscheinlich nochmal ins Heilungsding gehen. Hab ich recht? Nee, cool. Was kann Kirlia denn so? Ich meine, die war. Teleport ist ziemlich gut. Er hat mit Stufe 6, schläft gerne, hitzig. Synchro, gibt Verbrennung, Vergiftung und Paralyse an Gegner. Spezialangriff hoch, nice. Oh, ist das gut. Es kann Heuler, Konfusion, Doppelteam und Teleport. Teleport ist ziemlich geil, weil wir uns dann einfach von überall zum Pokécenter hinporten können. Das ist wirklich ziemlich gut. Ja, wir wollten ja mit den Leuten reden. Machen wir das. Hallo. Weißt du, was Aprikokos sind? Wenn man eine von diesen Früchten in der Mitte halbiert und das Fruchtfleisch entfernt, kann man in die hohle Schale ein spezielles Gerät einsetzen. Und das wiederum ermöglicht es dir, damit Pokémon einzufangen. Was? Vor der Erfindung des Pokéballs haben die Leute immer Aprikokos benutzt. Was, wenn sie ein Pokémon fangen wollten? Wow. Okay. Sag mal, kennt eins deiner Pokémon vielleicht irgendwelche Geheimattacken? Pokémon, die kampfunfähig sind, sollen angeblich Kräfte freisetzen, mit denen sie Geheimattacken einsetzen können. Hä? Okay. Das wird wohl nicht funktionieren bei mir. Das Pokémon-Lagersystem, das Bill erfunden hat, erlaubt es dir, bis zu 30 Pokémon in einer Box zu lagern. Wow. Hier oben ist nur der Kram. Okay. Hier gab es schon mal nichts Interessantes. Mal zu dir, alten Mann. Alle Fleckmon sind aus der Stadt verschwunden. Dabei dachte ich, dass man hier Fleckmon-Routen kaufen kann. Nee, die kannst du doch vorher kaufen. Für 1 Million pro Stück. Mit einem Superball lassen sich Pokémon sehr viel leichter fangen als mit einem regulären Pokéball. Aber manchmal geht einfach nichts über einen von Kurts Bällen. Wer ist Kurt? Die Horden aus den Pokémon-Arenen gelten als Beweis der Stärke eines Pokémon-Trainers. Je mehr du von ihnen gesammelt hast, desto größer ist auch deine Auswahl im Pokémon-Supermarkt. Achso, cool. Hallo. Heilball? Ein wohltuender Ball erfüllt alle KP des gefangenen Pokémon auf und hebt alle Staatsprobleme auf. Okay. Eignet sich gut um Wasser und. Oh, ich habe aber so wenig Geld. Das kaufe ich nicht. Okay, was haben wir hier so Schönes? Soll ich Superbälle kaufen? Nee.
Pokebälle habe ich, glaube ich, noch genug. 12 Stück, das reicht auf jeden Fall. Tränke, ich kaufe lieber noch ein paar Tränke. Aber normale halt. Ja. Ups. Genau. Also so viele KP haben die Pokémon einfach noch nicht, dass ich da jetzt unbedingt Supertränke kaufen müsste. So, was haben wir noch? Hier ist ein Häuschen. Mit Schiebetüren, cool. Oh, Porenta. Porenta, Porenta. Porenta. Okay. Wo sind nur all die Fleckmon hin? Machen sie sich vielleicht irgendwo einen schönen Lenz? In der Stadt gibt es kein einziges Fleckmon mehr. Vielleicht haben wir den Zorn des Schutzpatrons auf uns gezogen. Es könnte ein böses Vorzeichen sein. Wir sollten auf alles gefasst sein. Okay. Ihr habt wieder viel zu sagen hier. Bist du auch hier, um Kurt zu bitten, Pokebälle für dich anzufertigen? Eine Menge Leute wollen das. Okay, runter hier. In dieser Stadt lebt ein Mann namens Kurt. Auf ihn ist immer Verlass. Er wird bestimmt etwas unternehmen. Okay. Schön, wenn die Leute sich immer auf einen Menschen verlassen. Hinter Azalea City gelangst du in den sogenannten Steineichenwald. Allerdings machen es diese dürren Bäume unmöglich, dort durchzukommen. Nur die Pokémon des Köhlers könnten sie vielleicht aus dem Weg räumen. Okay, Julian ruft an. Was geht, Julian? Guten Abend. Julian, Apparat, noch wach? Erinnerst du dich noch an ein cooles Bititzer? Mein Bititzer ist nicht irgendein dahergelaufenes Bititzer. Mein Bititzer ist was ganz Besonderes. Quasi das Bititzer schlechthin. Verstehst du, was ich sagen will? Ich glaube, das selber hat er uns schon mal gesagt, oder? Kann das sein? Okay. Was haben wir hier Schönes? Hast du schon mal eine Fleckmon-Route gegessen? Die sollen echt lecker sein. Wenn das mal kein heißer Tipp ist. Naja, ich bin nicht so gutmütig. Ey, das ist doch derselbe. Okay. Oh, hier haben wir eine Beere. Ich meine, eine Aprikoku. Weiß, nehme ich an. BSS. Weiß. Okay, was haben wir hier? Hallo, kleiner Mann. Kleines Mädchen. Die Fleckmon sind verschwunden. Ob sie wohl von irgendwelchen bösen Leuten entführt wurden? Wer bist du denn? Oh, Delta K, heißt du also? Bist du hier, weil du willst, dass ich ein paar Bälle für dich herstelle? Tut mir leid, aber das muss warten. Kennst du Team Rocket? Keine Sorge, du schläfst besser, wenn nicht. Ich werde mich kurz fassen. Team Rocket missbraucht unschuldige Pokémon für ihre Schandtaten. Diese Typen sind einfach das Letzte. Sie hatten sich eigentlich vor 3 Jahren aufgelöst, aber nun... Naja, genau diese Bande schneidet jetzt den Fleckmon im Brunnen die Ruten ab und verdient sich damit eine goldene Nase. Aber ich gehe jetzt zu ihnen und erteile ihnen eine Lektion. Haltet durch, Fleckmon. Der alte Kurt eilt euch zur Hilfe, zur Rettung. Okay, alter Mann. Wir folgen dir mal. Also geht ihr zum Brunnen, nehme ich an. Oh shit. Gehen wir zum Brunnen. Der Brunnen ist jetzt auch offen. Okay. Laufen wir da mal schön hinterher. Und gehen da mal rein. Fleckmann-Brunnen. Oh, da war ein Fleckmann. Oh, du bist es, Delta. Die Wache oben hat sofort das Geweihte gesucht, als ich sie zusammengeschrien habe. Ich bin in den Brunnen gefallen und habe mir die Hüfte geprellt. Der Typ oben hat gesagt, ja, ich pass auf, dass hier keiner reinfällt. Und er brüllt die Zusammenfeld runter und brät sich die Hüfte. Tja, und jetzt sitze ich hier fest. Verflixt, wenn ich nur laufen könnte, würde ich diese Typen mit meinem Pokémon zu Kleinholz verarbeiten. Aber es nützt nichts, Delta. Du wirst ihnen an meiner Stelle zeigen müssen, was ein wahrer Trainer ist. Ja, was, wenn ich keinen Bock dazu habe? Hast du schon mal daran gedacht? Achso, hier geht's gar nicht weiter. Ah, interessant. Okay. Auf geht's. Team Rocket, hab ich recht. Fleckmon-Brunnen. Oh, halt, hier können wir über ein Pokémon fangen. Diesmal gehen wir den Wasserweg. 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 Okay, wir scheißen auf dem Wasserweg. Kämpfen wir einfach gegen den Boy.
Verflixt, ich habe oben Wache gehalten und da kam dieser halbwahnsinnige Opa. Urplötzlich gibt es einen Schrei und er springt einfach in den Brunnenschacht. Egal, dann reagiere ich eben meinen Frust an dir ab, keine Ahnung. Kann ich lesen. Rocketrüpel? Nur echt mit den pinken Haaren. Ach du Scheiße, Nambi-Diffel. Es geht, Ambi-Diffel. Stufe 9. Ist machbar. Ja. Ich glaube, Kirlia wäre jetzt schon ein richtig gutes Pokémon. Zwischen den Parts werde ich wieder trainieren. Damit wir dann schön Kirlia auch haben. Als Teammitglied. Als brauchbares Teammitglied. Schön Konfusion. Vorher will ich hier noch ein Pokémon fangen. Vielleicht trainiere ich das dann nämlich gleich mit. Das wäre gar nicht übel. So. Ich weiß halt gar nicht, ob man hier unten auf Pokémon treffen kann. Ich denke mal schon. Warum sollte man es nicht können? Arbok. Arbok. Ich glaube, ich bleibe bei Gerd. Oh. Finde ich nicht nett. Gar nicht gut. Macht schon ganz schön Damage. Ich glaube mittlerweile sogar, ich würde lieber Taubsi im Team behalten als unser Starter-Pokémon. Ich weiß, das klingt traurig. Ich mag Taubsi irgendwie mehr als Stachelie. Oh nein, Giftstachel. Habe ich noch Gegengift? Ich habe kein Gegengift gekauft. Shit. Egal, ich habe noch Tränke. Um es hoch zu carryen, würde ich sagen. Jetzt Levels erstmal. Level 17. Wirbelwind. Das brauchen wir nicht unbedingt. Würde nur keinen Schaden machen, es würde nur, wenn der Gegner mehr als ein Pokémon hat, würde es dann das andere austauschen, einfach so. Das bin ich kein Fan von. Ich ehrlich bin, oh ja, ich habe Gegengift. Oh, ich bin so vorausschauend. Finde ich gut. Doch, finde ich gut von mir. Oh Gott. Okay, komm, ich brauche ein Pokémon. Ich würde gerne den Wasserweg gehen, verdammt. Und was haben wir hier Schönes? Oh Gott, was ist das denn? Batteriebi. Das ist Käfer, oder? Okay, machen wir einen Tackle. Machen wir uns nichts vor, ich glaube, das Vieh trainiere ich hier nicht. Oh shit. Na, ich glaube, es ist ein Käfer. Ups. Beutel. Batteriebi. Ist das nicht sogar schon eine Weiterentwicklung? Ich habe keine Ahnung. Wenn ihr das kennt, schreibt es auch in die Kommentare. Was das Vieh so drauf hat. Ich kenn's nicht. Nicht wirklich. Ich hätte den Wasserweg gehen sollen, so wie es vorhatte. Ey, dieser Move mit B nach unten. Das funktioniert wirklich, oder? Kann es sein, dass es die Fangrate erhöht? Ich habe davon nur Legenden gehört. Madribi. Auch nicht aus... Oh, Käferflug, okay. Des Nachts schmiegen sich bis zu 100 Madribi aneinander und schlafen in einem großen Haufen. Wow. 5,5 Kilo. Okay. Ich glaube, du bist ein klassisches... Ja, ich würde sagen, ein klassisches Summ-Summ. Sogar. Summ-Summ wurde auf die Deponie übertragen. Warum kommt das alles in die Deponie? Das verstehe ich nicht. Ja, ansonsten. Wir können noch mal schnell gucken, was der Wasserweg gewesen wäre. Das würde mich ja dann doch interessieren. Mit
das jetzt ein Wasser-Pokémon oder ein Feuer-Pokémon? Oder man kann ja auch einfach nichts fangen, das kann natürlich auch sein. Wie dem auch sei. Dann sehen wir uns im nächsten Part von Soul Silver in der Randomizer Nuzlocke Challenge wieder. Ich bin euer Data. Und bis dahin, ich gehe trainieren. Ciao.